Mit diesen Glitchern selber Autos modden, Leute! Aber vor mit dem Video anfangen, wir schon mal bitten, einen fetten Like zu dir zu lassen und schickt dieses Video an eure Freunde, bevor Rockstar Games diesen Glitch patcht. Aber ich würde sagen, fangen wir mal direkt mit dem Glitch an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr einmal ein CEO-Gebäude, damit ihr CEO euch registrieren könnt. Davon abgesehen braucht ihr für diesen Glitch klar ein Fahrzeug, was schon die krassen, geil gemoddigen Tween-Teile besitzt. Und klar das Fahrzeug, was ihr modden wollt. Denn das hier ist ein Merch-Glitch. Davon abgesehen braucht ihr für diesen Glitch auch noch eine LSK-Mitgliedschaft und einen Freund. Und zu guter Letzt braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Nachtclub inklusive Terabyte. Falls ihr den Nachtclub inklusive Terabyte nicht besitzt, geht das auch, wenn euer Freund das besitzt. Dann ist aber die Verglichmethode eine andere und nicht solo. Dementsprechend müsst ihr euch mal kurz den Gift Custom Friends Glitch anschauen, ist derselbe Modus. Gut, ich würde sagen, habt ihr das Ganze sehr gut. Dann können wir mit dem Glitch anfangen. Als erstes seid ihr in irgendeiner GTA Online Sitzung. In Malfa wart ihr hier in einer Freundessitzung. Euer Freund ist am besten auch schon in der Sitzung mit drinne. Als erstes verglitschen wir uns in den ersten Modus und das komplett solo. Denn wir fahren jetzt hier zum Nachtclub, nämlich zum Terabyte. Sind wir bei Terabyte angekommen, gehen wir jetzt hier hinein. Und jetzt kommt ein kleiner Timing Part, ist aber nicht so schwer. Denn wir gehen jetzt hier wieder zum Ausgang, was wir oben links stehen haben, verlassen. Und jetzt drücken wir die Optionstaste, gehen auf Online und scrollen runter zu GTA Plus. Sind wir bei GTA Plus angekommen, dann halten wir jetzt die Optionstaste gedrückt. Und zwar wirklich halten, durchgehend jetzt. Denn jetzt kommt der Timing Part. Ihr müsst jetzt X drücken auf GTA Plus und so gesehen kurz danach die Optionstaste wieder loslassen, so dass sich GTA Plus öffnet, aber auch das Menü verlassen wieder aufploppt, obwohl ihr im GTA Plus Menü drin seid. So, im ersten Versuch habe ich es hier leider auch nicht geschafft, aber egal, direkt nochmal versuchen, bis es funktioniert hat. Bei mir hat es sich jetzt beim Second Try geschafft. Habt ihr das Ganze so, wie es bei mir jetzt hier ist, dass ich jetzt verlassen habe, obwohl ich im GTA Plus Menü drin bin, dann macht jetzt folgendes. Ihr drückt jetzt dreimal X, aber langsamer so. X, X, X. Habt es getan, drückt jetzt einmal Kreis. Und jetzt geht ihr wieder auf die Optionstaste, geht auf die Karte und startet irgendeinen Job über die Karte. Es ist völlig egal, welchen Job ihr nehmt. Hauptsache ein Job. Seid ihr im Jobmenü drin, geht auch wieder raus. Und boom, Leute, ihr seid im ersten Modus für diesen Merch-Glitch. Und woran erkennt ihr das, dass ihr jetzt im Modus seid? Naja, die Minimap ist zwar noch da, aber sie ist so komisch verbuggt und zeigt nur noch Icons an. Und dann wisst ihr, perfekt, ich kann weitermachen. Denn als nächstes fahren wir jetzt hier zur Arena. Und nein, ihr müsst die Arena hier nicht besitzen, denn wir fahren jetzt hier zum Ticketschalter. Sind wir am Ticketschalter angekommen, gehen wir es einfach hier ran, dass wir oben links das Menü haben, rechte Falltaste für den Ticketschalter. Habt ihr das, geht es ins Konsummenü und sucht unseren Bot hinaus. Für PS5, für meinen Fall, ist es jetzt Anabag1P5, aber by the way, eure Botnamen in den Kommentaren, checkt's mal aus. Gut, habt ihr euren Bot gefunden, dann treten wir jetzt hier einfach bei. Die erste Meldung wird laden, ob ihr euch sicher seid, dass ihr die Sitzung beitreten möchtet. Jetzt ein bisschen Achtung, Leute. Diese Meldung akzeptiert ihr mit X und drückt sofort dreimal die rechte Falltaste. Und jetzt wartet ihr in der zweiten Meldung 5 Sekunden lang. Nämlich, dass wir den Zielmodus ändern möchten. Habt ihr jetzt 5 Sekunden gewartet, drückt jetzt ganz schnell dreimal X. So gesehen, dass ihr zwar, ich sag mal, bestätigt, dass wir in der Zielmeldung, aber auch gleichzeitig die Karte kauft für die Arena. Denn im Hintergrund hat sich ja das Ticketmenü geladen. Jetzt bekommt ihr auch die dritte und letzte Meldung, dass es zum privat ist. Aber nicht sofort annehmen, denn ihr müsst auf die Wolken hören. Nämlich dieses Bumm, Bumm, Bumm. Und beim dritten Bumm akzeptiert ihr auch die dritte Meldung. Und wenn alles funktioniert hat, werdet ihr sofort instant wieder vom Ticketschalter gespawnt und habt gar keine Minimap mehr. Und das ist jetzt der richtige Modus für den Merch-Glitch. Sehr schön, jetzt kommt euer Freund und fährt jetzt ins LSK-Meet rein und ladet euch in den LSK-Meet rein. Denn in eurem Modus könnt ihr nichts mehr betreten. Gut, hat euch euer Freund eingeladen, dann bestellt ihr jetzt das Fahrzeug mit den krassen, geilen, gemoddeten Tuning-Teilen. In meinem Fall ist jetzt hier der Ignus bewaffnet mit Formel 1 Felgen etc. Habt ihr jetzt ein Fahrzeug bestellt und euer Freund ist jetzt auch mit irgendeinem random Fahrzeug im LSK mit drinne, dann startet ihr jetzt ein Sprintrennen. Aber ihr werdet jetzt kein Sprintrennen starten können. Das ist nicht schlimm, denn ihr geht jetzt einfach zu eurem Freund, der bei seinem Fahrzeug steht, steigt ein und ihr fahrt beide raus und dann so gesehen wieder rein. Ihr werdet zwar rausgekickt aus dem Fahrzeug, wenn ihr wieder reinfährt, aber das ist völlig normal. Dann euer Freund lädt euch wieder ins LSK mit ein. Und danach könnt ihr ein Sprintrennen starten, ohne Probleme. Es ist auch wirklich völlig egal, wer das Sprintrennen startet, Hauptsache einer von euch macht es. So, habt das Sprintrennen gestartet und die Zeit läuft jetzt ab, muss es euer Freund zum Ausgang gehen. Denn jetzt kommt ein kleiner Timing-Part für euren Freund, ist aber auch wirklich nicht schwer. Denn wenn nur 5 Sekunden übrig sind, dann spammt er auf Verlassen beim Ausgang. Ganz, ganz, ganz wichtig. Er spammt richtig die X-Taste durch, bis er einen Blackscreen hat. Und woran sieht man, dass alles funktioniert hat?
Naja, ganz einfach, Leute. Ihr bekommt beim Starten einen Blade-Stream mit so einer Infinity-Ladeschnecke und euer Freund spawnt außerhalb des LSK-Meets ohne Minimap. So eine verbuggte Minimap, wie es vorher auch hattet vor der Arena. Und dann habt ihr es geschafft, Leute. Wie kommt ihr jetzt als Glitcher wieder raus aus dem Blade-Screen? Naja, ihr müsst tatsächlich jetzt einen zweiten Freund beitreten. Der zweite Freund muss mich nur wissen, dass ihr beitretet. Ihr müsst jemanden beitreten, der gerade GTA Online spielt. Das bedeutet, ihr geht in eure Freundesliste und sucht irgendjemanden mal raus. So, habt ihr jemanden gefunden, dann einfach beitreten. Ihr könnt nicht wirklich beitreten, denn es wird in GTA die Meldung laden, ey, du bist ein Job drinne, Fehler. Diese Fehlermeldung besteht ihr einfach mit X. Und jetzt werdet ihr sehen, dass ihr zwar außerhalb des LSK-Meets seid, auch mit eurem Fahrzeug, aber eine richtig komische, verbuggte. Und das ist völlig normal, denn ihr müsst euch jetzt hier selber irgendwie umbringen. Damals ging es noch über das Inflationsmenü, das haben sie mit dem neuesten Update aber leider gepatcht. Müssen wir jetzt zur Tankstelle fahren und so gesehen gegen die Zapfsäule fahren, dass wir explodieren. So, in dieser Ansicht ist das natürlich ja, schon ein bisschen schwer, beziehungsweise ein bisschen aufwendig. Weil ihr seht halt nicht, wo ihr hinfahrt. Aber wenn euer Freund euch weiter behilflich sein möchte, kann auch euer Freund kommen. Ihr steigt einfach aus und euer Freund fährt das Fahrzeug und steigt einfach mit wieder ein. Dass euer Freund euch zur Tankstelle fährt und am besten auch richtig positioniert. Aber es geht auch alleine, so wie ich es hier gerade in dieser Aufnahme mache. Denn ihr fahrt jetzt einfach zum Beispiel wie ich jetzt hier rückwärts gegen die Tankstelle und BOOM, Leute! Ihr explodiert und seid tot. Und das ist sehr gut. Denn ihr werdet wieder spawnen, aber ihr werdet merken, dass ihr schon wieder gefreezed seid. Jetzt müssen wir nochmal irgendeinen random Freund beitreten. Das gleiche wie eben. Ihr tretet eurem Freund bei, ihr kriegt wieder eine Fehlermeldung in GTA und seid entfreezed. Denn jetzt öffnet ihr das Interaktionsmenü, geht auf Registrieren als Spot und CEO. Seid ihr CEO, geht auf Fähigkeiten und fordert eine Luxusabholung an. Jetzt werdet ihr natürlich nicht genau wissen, wo der Helikopter spawnt oder landen wird. Dann müsst ihr ein bisschen auf eurem Headset hören, denn je näher an diesem Helikopter dran seid, desto lauter werden auch die Geräusche eines Helikopters. Aber wenn euer Freund zufälligerweise in der Nähe ist, weil er euch die ganze Zeit hilft, dann kann euer Freund auf den Himmel schauen und gucken, wo er gerade landet. So, habt ihr den Helikopter gefunden, steigt ihr einfach dort ein und geht jetzt über Schnellreisemenü zu eurem CEO Tower. Seid ihr auf eurem CEO Tower angekommen, dann lauft ihr einfach geradeaus zu eurer Assistentin bzw. Assistent und fordert jetzt das Fahrzeug an, was ihr merchen möchtet. In Malfa möchte ich natürlich hier den neuen Hellfire Polizeiauto merchen, denn das ist richtig geil. Habt ihr das Fahrzeug bestellt, was ihr modden wollt, dann werdet ihr außerhalb des CEO Towers gespawnt. Aber noch ist das Fahrzeug nicht gemoddet. Denn damit das Fahrzeug wieder gemoddet wird, müsst ihr nochmal sterben. Dafür geben sie einfach wieder ins Installationsmenü CEO und fordern jetzt hier unter CEO-Fahrzeuge einen Buzzard an. Es fällt egal, ob ein Buzzard besitzt oder hier für 25.000 kaufen müsst. Denn als nächstes gehen wir zum CEO-Buzzard und starten das Ganze. Ihr könnt es theoretisch einfach in die Luft fliegen, aussteigen und ich sag mal durch Fallschaden sterben. Was ich aber mache, was eventuell vielleicht auch ein bisschen komplizierter ist, ich starte den Helikopter, steige wieder aus und laufe einfach gegen die Rotorblätter. Ich sterbe auch dadurch, funktioniert genauso, ist nur ein bisschen mit Skill verbunden. Gut, seid ihr jetzt gestorben, dann werdet ihr merken, dass ihr in das Fahrzeug spawnt, was jetzt gemerged ist bzw. gemoddet ist. Aber ihr seid schon wieder gefreezed. Um aus dem gefreezten Modus rauszukommen, müsst ihr jetzt mittlerweile dritten Mal irgendeinen random Freund beitreten, der auch GTA Online spielt. Habt ihr das getan, habt ihr natürlich wieder die Fehlermeldung GTA bekommen und seid jetzt entfreezed. Aber wie kommt ihr jetzt generell aus diesem komischen Modus jetzt raus nach dem Merchen? Naja, euer Freund muss jetzt die Sitzung einfach verlassen oder Anabak beitreten. Das hat die Fehlermeldung bekommen, ey jo, die Sitzung ist privat. Ist völlig egal, was euer Freund macht, beide Sachen funktionieren. Aber Achtung Leute, wenn euer Freund die Sitzung verlässt, dann seid ihr auch komplett aus dem Modus raus. Wenn euer Freund aber nur Anabak macht, dann bleibt ihr im verwirklichten Modus drin und könnt theoretisch direkt nochmal merchen. Das bedeutet, ihr könnt direkt beim LSK-Meet wieder reinspringen bei diesem Glitch. Diese Aufnahme ist aber mein Freund tatsächlich auch sozusagen rausgegangen, dementsprechend habe ich meine Minimap einfach wieder. So, normalerweise könnt ihr jetzt einfach mit dem Fahrzeug ins LSK-Sims reinfahren und es einfach abspeichern, indem ihr irgendwas umtunet und zack und bam ist euer Fahrzeug. Da wir jetzt hier ein Polizeifahrzeug haben, was wir gemerged bzw. gemoddet haben, können wir natürlich jetzt nicht in LSK-Sims reinfahren und da irgendwas umtunen, denn ist es halt nicht tunbar da drinnen. Um das Ganze doch zu sichern, braucht ihr tatsächlich eure Avenger in diesem sehr, sehr speziellen Fall. Denn in der Avenger können wir einfach reinfahren und dort irgendwas umtunen und dadurch wird das Polizeifahrzeug auch gespeichert mit neuen Tuning-Teilen. Und das war der Merch-Glitch, Leute! Ja, er ist vielleicht ein bisschen lang und vielleicht auch ein bisschen kompliziert, aber machbar und funktioniert. Dementsprechend versucht es einfach, wenn ihr keinen Freund habt, versucht in den Kommentaren jemanden zu finden und falls ihr Fragen habt, meldet euch einfach in den Kommentaren. Aber ich bin raus, euer Wonwart. Ciao!